Hallo Ali und herzlich willkommen. Heute gibt es bei mir lecker Hörnchennudeln. Dazu werde ich eine ganz feine Möhren-Schinkensoße zubereiten. Obendrauf kommt dann noch ein wenig Petersilie. Ich benötige dafür heute 250 Gramm Nudeln. Ich nehme hier Hörnchennudeln, die finde ich da sehr lecker zu. 300 Milliliter Milch, 200 Milliliter Sahne. Dann für die Soße 4 Scheiben Kochschinken, 200 bis 250 Gramm Möhren, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, etwas Petersilie nachher zum Überstreuen, 2 Teelöffel vom Tomatenmark, zum Andicken nachher ein wenig Speisestärke, so 2 bis 3 Teelöffel dürfen das sein, etwas Öl zum Anbraten und Pfeffer und Salz natürlich. Als erstes schneide ich dann die Möhrchen in relativ kleine Würfelchen. Und genauso mache ich das dann mit den Zwiebelchen. Alles schön klein schneiden. Und auch den Knoblauch klein schneiden. Den Schinken erstmal in Streifen schneiden und dann in Würfel schneiden. Als nächstes setze ich mir dann das Nudelwasser schon mal auf. Dann erhitze ich etwas Öl. Ja, dann nimmt man so etwa 2 Esslöffel voll. Das ist so in etwa in Ordnung. Braucht man auch unbedingt für die Möhrchen, damit die Vitamine, die fettlöslich sind, auch wirklich nachher vom Körper aufgenommen werden können. Wenn das Öl dann schön heiß ist, gebe ich die Möhrchen und die Zwiebeln dazu und rühre das einmal schön durch. Das lasse ich jetzt etwa 2 bis 3 Minuten anbraten. Und dann kommt auch schon der Schinken damit zu. Und wieder gut durchrühren. Und dann das Ganze nochmal so 2, 3, 4 Minütchen etwas anbraten. Und auch hier zwischendurch immer mal so ein bisschen durchrühren. Dann gebe ich jetzt das Tomatenmark ran. Das waren etwa 2 Teelöffel voll. Und verteile das so ein bisschen. Auch nochmal einen kurzen Moment anbraten lassen. Dann stelle ich die Flamme auf ganz klein und gebe die Milch mit dazu. Und auch gleich die Sahne. Und schön durchrühren. Und dann nochmal auf ganz kleiner Flamme einen Moment ziehen lassen. Aber immer wieder durchrühren, nicht dass das irgendwie jetzt anhackt. In der Zwischenzeit kocht das Nudelwasser. Da gebe ich jetzt meine Nudeln ran. Und lasse die jetzt so 8 Minuten langsam ziehen. Da die Soße noch relativ dünnflüssig ist, gebe ich jetzt hier etwas Speisestärke ran. Da muss man immer mal ausprobieren, wie viel man gerne nehmen mag. Ich habe jetzt hier etwa die Menge von 1,5 Teelöffeln genommen. Das einmal gut durchrühren. Und dann noch einen Moment ziehen lassen. Ich werde jetzt nochmal abschmecken. Ein wenig Pfeffer kann auf alle Fälle ran. Und noch etwas Salz. Wobei man Salz nicht so viel braucht, der Schinken bringt ja von Hause aus schon Salz mit. Nochmal durchrühren. Und dann brauchen jetzt bloß noch die Nudeln fertig werden. So, dann ist es auch soweit. Die Nudeln habe ich bereits abgegossen. Und werde jetzt auftun.
Ja, das ist wirklich ein ganz leckeres Essen. Kommt auch bei Kindern sehr, sehr gut an. Es muss nicht immer Bolognese sein. Es kann auch mal was mit Möhrchen sein. So, dann einen schönen Schlag Soße oben drauf. Und noch ein wenig Petersilie dazu gestreut. So, noch ein bisschen am Rand noch dazu, dann sieht immer ganz nett aus. So, so werde ich das jetzt servieren. Das schmeckt wirklich hervorragend. Ich liebe dieses Essen. Ich mache mir selber immer noch ein bisschen Pfeffer oben drauf. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim eventuellen Nachkochen. Einen guten Appetit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!